Ja, herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Partie BFC Dynamo gegen die U23 von Hertha BSC. Ja, heute als Abwesenheitsvertreter für unseren Pressesprecher moderiere ich die ganze Veranstaltung und der Reihenfolge entsprechend unserem Gästetrainer Ante Čović zuerst die Möglichkeit, Fazit zu ziehen. Als allererstes möchte ich meinen Trainerkollegen zum Sieg gratulieren, zu einem hochverdienten Sieg, muss man sagen. Danke dir. Dass ich aber jetzt nicht sehr über Spiel reden möchte, das ist nicht so, dass ich diesen Sieg des BFC nicht abwerten will, sondern ich glaube, dass in unseren Köpfen, gerade in meiner Mannschaft Köpfen, was anderes vorgeht im Moment. Der Junge hat sich ja Sprunggelenkverletzungen gezogen, er hat sich ja Sprunggelenk gebrochen dort. Das wird heute, jetzt nächste Stunde operiert im Martin-Luther-Krankenhaus. Und dass wir nach den Bildern, die meine Spieler dort gesehen haben, dass sie einen gewissen Schockzustand hatten, das finde ich normal. Darf ich keinen Spieler übel dort nehmen, weil ich finde, das ist sehr, sehr bitter für den Jungen. Vertrag läuft ja aus. Man weiß, welche Konstellationen bei ihm herrschen. Aber nichtsdestotrotz werden wir als Verein den Jungen in keinster Weise im Stich lassen. Er wird nach wie vor bei uns Fußball spielen. Die Möglichkeit bekommen wird er bei uns Fußball zu spielen. Somit, dass er mit Sicherheit mit auslaufendem Vertrag nicht auf der Straße landet. Weil das ist etwas, was wir als Verein niemals zulassen werden, sondern den Jungen die Möglichkeit geben werden, wieder fit zu werden und seine Minute bei uns zu bekommen. Was mich halt ein bisschen aufregt, das ist halt etwas gravierendes, also grundsätzliches. Ich glaube, dass wir Trainer voll mit Reglement da zugepackt werden. Ich habe eine Coaching-Linie, fehlt nur noch, dass der vierte und sechste neben mir steht. Da gibt es von NOV um welche Vorgaben. Das muss gemacht werden, Sicherheit. Aber kein Schwein in diesem Stadion sorgt dafür, dass wir hier einen Krankenwagen haben. Ich weiß nicht, was die NOV dort machen. Das sind Leute, die keine Ahnung vom Fußball haben. Wenn ich höre, dass die ab 3000 Zuschauer hier Krankenwagen kommen soll, da spielen nach wie vor immer 22 Menschen. Und das ist etwas, was ich sage, sollen sich mal ein paar Gedanken machen, wenn die Jungs 22 Jungs aufeinander loslassen und 10 Minuten nicht auf den Krankenwagen da sehe und den Vater in der Kabine heulend vor mir abholen sehe, die Klamotten meines Spielers. Verstehe ich in keinster Weise, muss ich ehrlicherweise sagen. Bin ich der Letzte, der sich über irgendwas aufregt, werde ja auch nicht kommentieren. Eine oder andere Szene, wenn der Junge auf dem Boden liegt, das gehört sich auch nicht, aber das ist ja, dafür kann ja keiner von euch was. Nur mit diesen Krankenwagen und diese ganzen Regeln und diesen ganzen Mist, was dort gemacht wird, sitzen Leute nur in ihrem Büro und dem wird das nie passieren, aber die sollen häufiger ein bisschen mal draußen sein, da sollen sie mal überlegen, was die anstellen. Schönen Dank nochmal und strahle dir weiterhin viel Erfolg. Ich danke dir. Ja, Herr Čović, im Namen vom BFC natürlich gute Besserung dem Spieler Kauter und wir drücken ihn an beide Daumen, dass es halt eine reibungslose OP ist und er schnell wieder auf die Beine kommt. Dankeschön. Thomas, die Chance für dich, Fazit zu ziehen für 90 Minuten. Also wir haben das Spiel 2-0 gewonnen, das ist das eine. Das andere hat Ante schon gesagt, ein Spiel zu kommentieren jetzt macht keinen großartigen Sinn. Jeder hat es gesehen, der hier gewesen ist, alles andere werden die Herren schreiben, die immer dabei sind. Für mich ist nur wichtig, dass der Junge eben, dass er wieder gesund wird. Wir ihm alles Gute wünschen und dir auch alles Gute, Ante. Danke. Danke. Danke, Thomas. Gibt es seitens der Pressevertreter noch Fragen an die Trainer? Ich sehe es nicht der Fall, dann entlasse ich jetzt alle in ihre Arbeitswoche. Wir sehen uns wieder am Mittwoch im Poststadion beim Berliner AK. Vielen Dank.